So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Letzter Versuch in dieser Session. Kann ich noch irgendwen upgraden? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ah, dann machen wir die Story halt nochmal. Was haben die denn für Level? Über 50 alle. Unsere sind jetzt immerhin alle Level 30, außer Goku, der ist 35. Und wir machen das jetzt einfach so lange, bis es klappt. Theoretisch haben wir ja die Macht, ihn fertig zu machen. Aber wir kriegen es nicht auf die Reihe. Aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Also die Session, die geht jetzt schon lang genug. Ich habe mehr als genug Dragon Ball gespielt jetzt. Ich brauche erstmal eine Pause. Und Whis ist da nicht unbedingt ein Trost. Und auf den Rückkampf mit denen freue ich mich überhaupt nicht. So, bei dem machen wir aber die alte Strategie. Ups, nein. So. Okay. Und das ist jetzt mal direkt hier ein kompletter Zusammenstoß, der uns beide Figuren kosten könnte. Je nachdem, wer zuerst zuhaut, verliert eine Figur. Also, der andere verliert dann eine Figur. Genki-Dama-Laden, die brauche ich im Notfall. So, wir haben mehr Grundgeschwindigkeit, das ist schon mal gut. 290 nehmen wir auch. Dann verliert er nämlich die Figur. So, Vegeta, ich verlasse mich auf dich. Komm noch Folgeangriff, dann ist er weg. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir dann den Vegeta auch gleich mit weg. Das wäre natürlich super. Ja, dass wir den Buu nicht kaputt kriegen, das ist klar. Aber überhaupt den halbtot zu machen, ist schon mal ein guter Anfang. Mal gucken, Goku hat ja auch recht viel Angriff. Reicht nicht Folge? Ne. Schade. Aber er kriegt weniger Schaden. Ja, weniger ist immer noch viel. Ja, aber immerhin, unser Piccolo hält eine ganze Menge aus. So, bei denen den Angriff reduzieren. Und jetzt machen wir ihn einfach fertig. Jetzt sind zwei Figuren halb tot. Eine ist so gut wie tot. Die hat er jetzt auch auf die Bank geschickt. Das heißt, diese Runde machen wir jetzt Whis fertig. Mit etwas Glück auch schon Buu. Und nächste Runde hat er dann nur noch Vegeta, der ja eh nur einen Schlag aushält, und Freezer. Das heißt, ja, die nächste Runde überlebt er nicht mehr. Wenn jetzt alles so läuft, wie ich mir das denke, natürlich. Ja. Ich wollte eigentlich 260. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ja, der hat trotzdem gereicht. So, jetzt hau hier den Whis weg. So will ich das sehen. So, und jetzt Buu komplett kaputt hauen. Der hat zu viel Verteidigung. Okay. Buu kriegen wir nicht kaputt. Das heißt, es bleiben drei Charaktere für die nächste Runde und bei ihm wahrscheinlich jetzt eine Ulti. Ja. Macht nichts. Drei Charaktere sind auch nicht schlimm. Ich meine, die können ja alle nichts. Wichtig ist, dass wir jetzt verhindern, dass er die Ulti zündet. Das heißt, wir gehen jetzt komplett auf Geschwindigkeit.
So, der da 1800, 1600, also der hier fliegt raus. Bu macht auf jeden Fall mit, aber ich glaube, der hier vorne, der dahin und den packen wir jetzt mal hier hin. Damit dürften wir den Erstschlag haben. Ich bezweifle, dass wir seinen Freezer gleich mit tothauen. Aber es macht nichts. Weil viel bleibt ihm dann nicht mehr, auch wenn der Freezer nur angeschlagen ist. Das kostet ihn Geschwindigkeit, dann können wir jedes Feld im Prinzip angreifen. Und wir sind ganz knapp Erster gewesen. Das hätte böse ausgehen können. So, Freezer, erste Form. Weg. Wenn auch nicht ganz. Aber du hältst von einem starken Charakter keinen Schlag mehr aus. Das ist wichtig. Super Buu zeigt jetzt mal, wie Super Buu wirklich ist. Und da war es nämlich nur noch einer. Aber wir verprügeln lieber Whis. Okay, nächste Runde ist er hin, so oder so, weil Whis ist erledigt. Also je nachdem, wenn wir die Charaktere angreifen, sterben die Charaktere zuerst. Wenn wir Whis angreifen, stirbt Whis zuerst. Da ist ja überhaupt gar kein Problem. Das Problem fängt dann ja erst mit der komischen Bildsfigur an, die man nicht kaputt kriegt. Beziehungsweise die mit einem Schlag ja hier Tod und Terror auslöst. So, dann packe ich Freezer wieder weg. Der hat seinen Job gemacht. Und die anderen kümmern sich jetzt um Dia. Und da Buu zuerst angreift, dürfte Whis wahrscheinlich sofort sterben. Es tut mir auch leid, dass ihr hier jeden Part sehen müsst, wie ich mich hier an Whis und Bills versuche. Aber es geht halt nicht anders. Da hat er trotzdem noch mehr Geschwindigkeit gehabt als wir mit unseren dreien. Aber die 300% reißen es raus. Das war's. Sieg für uns. Grandioser Sieg für uns. Also der Kampf lief wirklich gut. Wenn der andere auch so gut läuft, dann ist gut. Wenn nicht, dann mache ich das einfach mit nochmal so lange, bis es irgendwann klappt. Ich hoffe, dann müssen wir nicht den ersten Kampf auch nochmal machen. Wir sind ja inzwischen Meister Level 23, also wir sind nicht so schlecht. Ich verstehe kein Wort, was Bild sagt, aber ist okay. Vielleicht sollten wir doch mal probieren, wenn wir hier blocken und direkt auf vollen Angriff gehen. Er greift uns zwar an, aber wir haben 5000 Verteidigung. Das darf man nicht vergessen. Die beschützen uns zumindest ein wenig. Aber die beiden, die boosten sich halt unglaublich hoch. Ich habe auch eigentlich gehofft, dass wir den Bills direkt treffen und ihn fertig machen, aber offenbar nicht. Ja, natürlich holt er sich hier die 300%. Da hätten wir eh keine Chance gehabt. Immerhin, wenn er nicht direkt an Bills dran steht, sollte er eigentlich nicht genug Schaden machen, ja. Der da macht da schon mehr Schaden. Aber dank unserem schönen Piccolo, der hier ja alles blockt, ist der Schaden trotzdem erträglich.
Hoffentlich. Okay, vergesst es. Also die Verteidigung hält wohl echt nur für einen Angriff. Und dann ist Feierabend. Aber wir können zurückhauen. Und zwar ebenfalls in großem Maße. Das ist zwar jetzt noch nicht der große Schaden, aber Goku haut dann ja noch zu. Wenn der auch noch einen Folgeangriff macht, dann sieht das Ganze schon anders aus. Komm, Folgeangriff, ja. Verfehlt, aber ist okay. So, ich habe nämlich dem auch was reingemacht, dass die Geschwindigkeit sinkt für die nächste Runde. So. Vegeta hat viel Geschwindigkeit. Den lassen wir mal drin. Und ich pack mal Buu hier rüber. Okay, zumindest den Schlag von Buu überleben wir. Wenn wir zuerst zuschlagen... Ne, den kriegen wir nicht tot, oder? Hoffen wir einfach, wir überleben die Runde. Weil viel hat Bills nicht mehr. Und wir müssen auf jeden Fall irgendwie den Erstschlag kriegen. 300%, sonst... Ja. Wir hätten es nicht mal mit 300% geschafft. Das ist zu viel für uns. Ne. Ich fürchte, die Runde ist wieder verloren. Obwohl, Freezers Angriff könnte Vegeta überleben mit etwas Glück. Ne. Okay, dann sind wir weg. Wenn Goku zuhaut, das überstehen wir nicht. Obwohl, wir haben Piccolo in der Mitte. Könnte reichen. Knappe Sache. Aber dass Buu erledigt ist, glaube, da sind wir uns einig. Aber besser, als dass wir tot sind. So, Piccolo, du musst jetzt 3300 Schaden machen. Okay, komm, Folgeangriff. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Wir haben ihn. Wir haben gewonnen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir es schaffen. Wir haben gewonnen, irgendwie. Und jetzt möge uns der Gott der Zerstörung gnädig sein. So, wie viele Figuren EP kriegen wir hier? 633. Auch nicht mehr, als wir so bekommen hätten. Mehr Angriff, Zug 1. Geschichte wurde hinzugefügt. Sprich in Konton City mit Bulma, um mehr zu erfahren. Okay, die Geschichte geht wohl doch noch weiter. War? Ohoho. Das ist das erste Mal seit langem, dass du eine Niederlage gekostet hast, Lord Bills. Ja, du hast uns eine sehr seltene Erfahrung geschenkt. Unvorstellbar. Wie konnte ich verlieren? Ich weiß nicht, wann ich mich hier so beschämt gefühlt hätte. Siehst du? Ich hab's dir doch gesagt. Was wird jetzt geschehen? Das ist alles deine Schuld. Diesmal bist du richtig platt gemacht worden. Was, Lord Bills? Was? Son Goku. Aber siehst du, das war aufregend, oder? Ja, schon. Nicht wahr? Dein Gegner und ich haben zusammen trainiert. Möchtest du dich uns anschließen, Lord Bills? Na schön, ich werde nicht zulassen, dass aus dieser Niederlage eine Serie wird. Jedenfalls, so sieht's aus. Ich werde gewinnen, also mach dich darauf gefasst. Auf geht's, Whis. Sofort. Das ist doch schön. Er hat seine Niederlage akzeptiert. Dennoch dieses Heldenkolosseum, nicht wahr? So etwas könnten wir gut gebrauchen. Das muss ich mit meiner lieben Schwester besprechen. Wiss, ich sagte, wir gehen. Ja, sofort. Na, dann für die Götter der Zerstörung und vielleicht sogar für, hier, Zeno-Sama. Wir sind in Sicherheit. Er hatte seinen Spaß und jetzt geht er nach Hause.
Ernsthaft, Son Goku. Also, mal abgesehen davon, dass du mit deinem Sohn redest und nicht mit Son Goku, aber... Mir wäre fast das Herz stehen geblieben. Aber es sieht so aus, als gefiel Lord Bills das Spiel. Also müssen wir damit weitermachen. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um ein großes Helden-Kolosseum-Turnier zu planen. Oh ja, ein Turnier. Inzwischen spielen so viele das Spiel, das wird ein Spaß. Ich nenne es das Figuren-Welt-Turnier und es wird fabelhafte Preise geben. Das finden bestimmt alle toll, ich muss sofort anfangen zu üben. Ja, du bist ziemlich mies, ich gebe dir nachher ein paar Tipps. Danke, Mama. Wir hatten nicht so viele Spiele in meiner Welt, in der ich aufgewachsen bin, also... Du arbeitest hart und das ist nicht verkehrt, aber du musst auch lernen, dich zu vergnügen. Keine Sorge, du bist clever. Nach ein paar Lektionen wirst du dich schnell verbessern. Glaubst du wirklich? Ich versuche, ein guter Schüler zu sein. Das Turnier wird ein großartiger Test. Geben wir alle unser Bestes und versuchen, an die Spitze zu gelangen. Das ist dann wohl die neue Story. Ich dachte eigentlich jetzt, nach Bills ist fertig. Wenn wir hier einen Gegner besiegt haben, der ja wirklich furchtbar stark war. Also... Er möchte das nicht nochmal durchleben müssen. So. Können wir den hier vielleicht noch? Ja, komm. Kriegt unser Piccolo, der ja hier unser Abwehrass ist, auch noch ein Level. Ja. Ich meine, ich möchte jetzt einfach mal nachgucken. Wenn ich hier auf Online-Kämpfe, freie Kämpfe gehe, das sind zwei neue Schwierigkeitsgrade. Hier ist Whiz dabei, okay. Das ist ja noch machbar. Oh, da kriegen wir die großen Explosionschips, die sind wichtig. Und hier kriegen wir gegen Bills auf einer ganz neuen Schwierigkeit, ja. Ne? Neue Schwierigkeit. Ah, vielleicht gehen wir das nächsten Part an, vielleicht auch noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich habe heute so viel gespielt, nur damit wir da Level abkommen. Und... Am Ende Bills besiegen und das haben wir ja auch halbwegs geschafft, ne? Wir haben gewonnen. So. Da vorne steht nämlich ein Bulma. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich hier mal einen Cut. Ihr hinterlasst mir ein nettes Kommentar. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Dragon Ball Xenoverse. Bis dann, euer Wolf.